Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Ja, wir sind ja jetzt hier stehen geblieben, aber ich möchte gerne wieder Kultur hören. Ich habe ja gesagt, wir machen in jeder Folge zwei. Vielleicht schaue ich mal, dass ich in jeder Folge drei mache. Ich glaube, gleicht sich dann besser aus. Okay, Scrimshaw. So Scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. Each etching is telling a story of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time. And so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the Scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that, after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so Scrimshaw is a very important way for Alaska Native people to record their history. Das sah mega geil aus. So, dann haben wir jetzt den Polarfuchs. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she is happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. No. Okay, Karibus und Kleidung. Caribou was. It provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das ist ja auch so einzigartig bei denen. Die benutzen ja wirklich alles von ihrer Jagd, also von dem Tier, was sie gejagt haben. Alles wird verwertet. Da wird nichts weggeschmissen. So, und weil wir ja in der ersten Folge nur zwei gehört haben, hören wir jetzt hier halt vier und danach geht's mit drei jeweils weiter. Sila hat eine Seele. Silla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land, and it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Silla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Silla. Silla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do.
I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home. Or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Ah, so, gut, weiter geht's. Achso, wir müssen noch ein bisschen... müssen wir noch schieben? Nee, wir müssen nicht mehr schieben. Ich glaube, ich habe zu weit geschoben. Genau so. Und wir stellen uns hier hin und Füchschen. Ja, es hat wohl nichts gebracht. Du läufst uns eh hinterher. So, Momento. Wie sollen wir denn unsere Füchschen nennen? Wie sollen wir denn die nennen? Wie nennen wir die denn? Wie nennen wir die denn? Sollen wir sie Snow nennen? Wie einfallsreich. Upsala. Ich weiß nicht. Ich habe letztens einen schönen Namen gehört. Irgendwas soll ich sagen. Ja, genau. Ich hatte letztens einen Namen gehört, den fand ich für einen Hund sehr schön. Deja. Sollen wir sie so nennen? Komm, wir nennen sie Deja. Deja und Saya. Das würde ja passen. Deja. Passt. Was ist denn los? Ha. Das ist ja richtig. Ja. Oder wir nennen sie Faye. Deja finde ich schon cool. Oder Snow, ich weiß nicht. Ja, ich liebe ihn. Wow. Hallo, wo sind wir? Da. Hui. Nuna. Ach nee, wir haben ja einen Namen. Nuna. Wir heißen Nuna. Das kleine Mädchen heißt Nuna. Ja, aber Fuchs heißt Fuchs. Okay. Bola ziehen. Ah. Warum macht sie das denn immer nur so rum? Ah.
Ah. Okay. Aha. Oh, das war zu. Hey. Haben wir Nuna und Deja. Lass mal, wir lassen jetzt einfach den Namen Deja. Fertig. Find ihn schön. Okay. Ich komme hier nicht weiter. So. Was für süße Geräusche. Ja! Schitte. Ich wollte gegen den Sturm springen, es hat aber nicht funktioniert. Ich krieg das mit... Oh Gott. Oh, wie sie weint. Ach. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt raus. Ich habe immer noch so meine Probleme mit diesem Ding da. Na, 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 na. Dobra tajna igilehotek. Lebeaxiarualum atoka upium achuta. Ich glaube, wir haben alles. Oh, was ist denn los, ey? Ich krieg voll die Krämpfe in der Hände, ey. Es hört sich an, als wenn irgendwo ein Tier verletzt wäre, ne? Los, Fuchs. Diesmal musst du. Ach, wir können das rausführen. Das ist ja interessant. Boah, was ist denn mit meinen Händen los, ey? Och. Jetzt nur den Absprung schaffen. Perfekto. Oh oh. So.
Oh, meine Hand. Gibt's ja nicht, ey. So, wir sind beide oben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder warten. Genau. Jetzt müssen wir rennen, genau. Bis. Was? Okay. Ich krieg das nicht schon schnell genug hin. Okay. Ja, ja, getroffen. Ja, ich wollte nur irgendwas ausprobieren. Ey, schubst den Fuchs nicht so. Ich werf immer zu hoch. Ich muss tiefer werfen. Oh no! Fuck. Das ist... Ohne Scheiß, ich finde das voll schwer, das mit dem diesen Ding da zu ziehen. Weil ich immer zu hoch mache. Okay, so. Mann, ey, fick dich. Oh, ich werd wütend. Ich krieg das mit dem Ziel nicht hin. Ich mach's gleich mit Maus und Tastatur. Ich krieg gleich Kotzreiz hier. Oh, fuck you! Ich hatte es gerade geschafft, du Penner. Ja. So, das habe ich. Oho, schnell, 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 Fuchs. Oh, ich kann nicht schneller laufen, ne? Ich will
kann ich nochmal von vorne anfangen. Von vorne machen. Nee, doch nicht. Oh Gott sei Dank. Nein, du Wichser. Du. Ich werde hier sauer. Ich werde sauer. Ich werde sauer. Ich werde sauer. So, schnell, 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 schnell. Jetzt guck doch nicht zu mir, sondern renn. Nuna, renn. Renn, Nuna. Agelan, Igelan, Nigga, Sekaranachsisinjak. Danach hörte der Sturm kurz auf, doch schon wurde es wieder windig. Es war schwierig, in dem Schneesturm etwas zu sehen. Malagone, Ovlugone, Wishau Blutig. Ja, aber das Blut. Machen wir uns mal schnell eine Höhle. Oh oh. Siko nalunak to kanok igilgen yak tilanga. Mhm. Also es gefällt mir auf jeden Fall besser als Ori and the Blind Forest. Also von der nicht von der Geschichte her, also finde ich beides, aber hurala, von der Steuerung her. Wir müssen uns beeilen, du Deja. Lass. Oh. Oh nein. Wie hat er mich denn jetzt gekriegt? Oh mein Gott, es wird richtig gezeigt. Gott sei Dank geschafft. Hier müsste er eigentlich einbrechen. Ich weiß nicht, wie wir weiterkommen sollen.
Okay, springen ist eine blöde Idee. Das ist auch dumm. Ach, wir müssen gucken, dass er das kaputt kriegt, dass wir da getrennt werden. Der Fuchs. Der bricht auch ein. Ach, danke schön für die Hilfe. Wir versinken. Das ist ja ganz nett. Haben wir auch noch ein Zeitlimit, ey. Oh, wie geil. Ja, das musste mal jemandem erzählen. Also, da glaubt ihr ja keine Sau. Oh nein. Pisasa ko may akalugun na nok. Anak ko, bit. Pinatita ka, bitso. Kakame nanok, di ka tiyala, bitso. Ich hab's gemerkt. Mein Gott. Agalan, taman na nuna ang lauro. Das Land war seltsam. Huchala. Wow, 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 wow. Oh, hoffentlich schafft's der Fuchs. Ich vergesse die ganze Zeit immer ihren Namen zu sagen. Entschuldigt. Die heißt einfach Fuchs. So. Oh, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht, das schaffen wir nicht. Fuck. Da ist aber eine Kante, da können wir warten. Nein! Ich bin abgerutscht. Titte, titte, titte. So. Hier ist wieder eine Kante. Nein. Oh Gott. Müssen wir auf den nächsten Schwung warten. Wo sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall gespeichert. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.